Hier. So? Ich dachte, wir hätten alles geklärt. Naja, ich dachte, bevor die Zeit abgelaufen ist, würde ich meinen Gewinn ganz gerne einlösen, wenn das noch geht. Du hast was gewonnen? Naja, eher ersteigert als gewonnen. Aber ich kann dafür eine Gegenleistung fordern. Ich bin gerade in einer Besprechung und die Arbeit macht sich auch nicht von allein. Elisabeth, ich habe deine Verwalterin ersteigert. Und ich würde dich bitten, sie mir für den Rest des Nachmittags auszuleihen. Die Versteigerung war für einen guten Zweck. Ja, davon gehe ich mal aus. Ansonsten muss ich ja nicht alles verstehen, oder? Ja, natürlich, Sie haben frei. Aber wenn du das nächste Mal aufs Schloss kommst, dann bitte wieder meinetwegen. Versprochen. Stella, es tut mir leid. Ich fürchte, ich war vorhin sehr taktlos. Und? Was machen wir jetzt? Ein feines Essen im Schneiders? Ach, ich habe doch nicht so viel Geld bezahlt, um wieder einen Abend in meinem eigenen Restaurant zu verbringen. Und was dann? Stella, wenn ich dich vorhin gekränkt habe. Hast du mich? Oder hast du schon was anderes vor? Nicht direkt. Na komm, raus damit. Ich wollte eigentlich einen Probekuchen backen für meinen Geburtstag nächste Woche. Ja. Mehl, Eier, Milch? Lass uns zusammen einen Kuchen backen. I sit down, think about the day that you're gonna die. Your wrinkled eyes betray the joy with which you smile. Care to see my reason? Care to put your life in mine? Looking at life from the perspective of a boy who's learned to love you but has also learned to grow. Could we make it better? Stormy weather is so hard to know. Der Kuchen muss jetzt aber bald aufgehen, sonst wird er nix. Sei doch nicht so ungeduldig. Ganz schön heiß hier. Du hast Mehl auf der Stirn. Steht dir gut? Nee, lass mal. Mach dir das. Danke für deine Backhilfe. Den Rest macht der Ofen von allein. Ich bring dich dann zur Tür. Nein, das Endprodukt möchte ich jetzt schon noch sehen. Weißt du was? Bis der Kuchen fertig ist, trinken wir mal noch ein Gläschen. Verdammt nochmal, Charlie. Erst bezahlst du 10.000 Euro für den Abend mit mir, dann rennst du weg. Dann tauchst du hier auf einmal plötzlich wieder auf und hast es dir anders überlegt? Kannst du dir nicht vorstellen, wie es mir dabei geht? Warum tust du das? Darum. Was war das? Oh, keine Ahnung, du hast mich geküsst. Nein, habe ich nicht. Du hast mich geküsst. Wirklich? Ja, absolut. Warum hast du das getan? Keine Ahnung. Dann solltest du mal drüber nachdenken. Stella, ich weiß es nicht. Ich konnte einfach nicht anders. Geht's dir gut? Frag mich das morgen noch mal. Aber du bereust doch nichts. Nein, wieso denn? Ich meine, der Kuchen sieht prima aus. Du weißt, dass ich nicht den Kuchen gemeint habe. Das andere auch, denke ich. Also ich freue mich, wenn du dich meldest. Aber ich verstehe auch, wenn du noch Zeit brauchst. Nein, nein, wir können uns gerne morgen sehen. Also. Du gehst schon? Ach, tschüss, meine Liebe. Also beim nächsten Mal kriege ich aber mehr Aufmerksamkeit, sonst werde ich noch eifersüchtig. Ah, das will ich auf keinen Fall riskieren. Tschüss. Ja, jetzt
Wird es höchste Zeit. Gute Nacht, Charlie.